So, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion. Wir haben uns das Thema vorgenommen, Einfluss von UX-Design auf die Zukunft der Gesundheitsökonomie, also all den Dingen, die hier ablaufen. Wir haben heute schon sehr viele spannende Beispiele gesehen. Wir wollen das ein bisschen vertiefen und vor allem auch aus der Perspektive der User Experience als Profession das anschauen. Was können wir denn beitragen für die Zukunft und was kommt hier so alles auf uns zu? Und dafür haben wir ein spannendes Panel zusammengestellt und das ich möchte ich euch, meine Kolleginnen und Kollegen, gleich dann vorstellen anhand ihrer Thesen. Bevor wir aber starten, habe ich das Lernen, meine Studierenden bei mir, bei jedem Vortrag braucht es eine Publikumsinteraktion. nehmt mal euer Handy bitte zur Hand oder ein Tablet oder was ihr gerade so habt. Schaut mal drauf und zählt durch, wie viele Apps habt ihr drauf, die irgendetwas mit Gesundheit zu tun haben. Bitte mal kurz durchzählen. Wer hat mehr als 5? Hand hoch. Wer hat mehr als 3? Hand hoch, bitte. Wer hat mindestens eine? Okay, gut. Jetzt habt ihr 30 Sekunden Zeit, um schnell mit euren Kollegen links und rechts, welche Experience macht ihr denn mit euren Health-Apps? Kurz austauschen, 30 Sekunden, los. Was ist gut, was nicht? Ich höre dem Gemurmel an, da gibt es viele spannende Erfahrungen auszutauschen. Wir müssen das leider auf die Pause verschieben. Wir starten. Ich habe mal meine Panel-Kollegen und Kolleginnen gebeten, eine These zu formulieren. Wie sehen Sie die Zukunft von eHealth und den Beitrag von User Experience? Und ich habe selber mir auch die Freiheit genommen, etwas aufzuschreiben. Ich habe das aus meiner Sicht als User oder als Kunde angeschaut. Ich habe 2 Erfahrungen. Das erste ist, dass ich seit geraumer Zeit immer wieder E-Mails von meiner Krankenkasse kriege mit der Aufforderung, ich soll mich doch bitte und jetzt wirklich, also überhaupt, soll ich mich jetzt registrieren auf dieser Seite, weil sie wollen mir keine Papierrechnungen mehr schicken. Das ist zu teuer. Und jetzt muss ich also alle meine Rechnungen da hochladen auf dieses E-Portal. Das ist ein tolles Erlebnis. Das zweite, ich war dieses Jahr 5 Tage in einem Krankenhaus. Und das war, also insgesamt war es ein sehr gutes Erlebnis, weil es war eine tolle Betreuung, tolle Ärzte, tolles Pflegepersonal. Aber wenn morgens um 6:30 die Pflegefachfrau reinkam, dann schob sie immer so ein Wägelchen rein. Und auf dem Wägelchen obendrauf war natürlich was? Ein Laptop. Und den hat sie dann geöffnet. Und dann die ersten 5 Minuten hat sie in den Laptop geguckt. Ah, guten Morgen. Den Laptop. Ah, Fieber messen. Ah, okay. Ja, und wieder weg quasi. So. Das ist die andere Experience. Ich finde es ja gut, wir haben einen Kostendruck im Gesundheitswesen. Es ist wichtig, dass die Dinge effizient und schnell gehen. Aber wenn man gesund werden will, ist ja der Kontakt zwischen dem Arzt, dem Pflegenden und dem Patienten sehr wichtig. Und da wäre auch noch der zwischenmenschliche Kontakt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass diese E-Health-Applikationen diesen Kontakt noch weiter reduzieren. Finde ich nicht so toll. Das 2 Beispiele aus meiner Sicht. Jetzt möchte ich gerne in die Runde starten. Und zwar mit Memi. Memi Beltrame ist Design Director bei Systec, ist ein führender Anbieter von Krankenhaus-Gesamtlösungen. Und er hat folgende These formuliert und möchte ich gleich bitten, die ein bisschen auszuführen. Genau. Kern der These ist, der digitale Wandel ist nicht nur quasi auf dem Papier, also das Papier vom Papier weg, sondern es ist eigentlich mehr. Und das Kernstück ist die Kommunikation. Und Ursprung der These sind eigentlich meine eigenen Beobachtungen, wenn ich selber im Spital gewesen bin oder jetzt während meiner Arbeit mit Fachleuten, medizinischen Fachleuten aus dem Spital. Diese Informationen, wenn man im Spital ist, die leben und sterben in diesen Geräten. Also man misst irgendwas und das geht dann nirgends hin.
In einem guten Fall schon, in einer IPS ist das mittlerweile so, dass diese Daten erhoben werden. Aber vielfach werden einfach Daten abgelegt und es passiert keine Kommunikation, es passiert kein Austausch. Es wird nicht, oder die Daten werden nicht für einen Austausch verwendet. Also Ärzte, die zum Beispiel zusammenkommen und Patientinnen und Patienten besprechen, das ist sehr umständlich und mühsam gemacht und das könnte viel effizienter gemacht werden. Okay. Vielen Dank, Mebi, für diesen Einstieg. Wir gehen gleich weiter in der Runde, und zwar zu Eli Novakovic. Sie ist Lead UX Designer bei Novartis. Sie kommt ursprünglich aus Zagreb, Kroatien, und sie wird im Panel in Englisch sprechen. She understands very well German, but she prefers to talk in English. Yes, so thank you. I think it's better for everyone. Great. So from my standpoint of view, I'm missing the interconnectivity between different platforms and applications. So within the areas I work with, we were always said that end users are very important. People were told to work with us because we're going to know the end users the best, but they haven't looked into user journeys end to end. So there are a lot of solutions where business already has decided on the technologies that are going to be used, and we are asked to build things around, which basically ends up with our users using too many applications and us not solving their life by offering them one point of contact solutions, but rather trying to find them what is the shortest way that they can achieve what they have to achieve. For me personally, that's a big challenge because they are ending up using more applications than they did before we started to work. It ends up with a lot of financial losses at the end of the day, and we are losing the user. So I'm here for the adoption. I'm here for people recommending solutions we are building, and that's kind of my state of view, to test before we do something and to investigate if there is really a need and for how big a group of users. Okay, thank you very much. Wir gehen gleich weiter zu Ilona. Ilona Dürler ist Managing Partner bei Ginetta. Ginetta ist eine große Digitalagentur in der Schweiz. Und ich gebe dir gleich das Wort für deine These, bitte. Danke. Überlegt euch mal, was könntet ihr mit 800 Franken im Monat so machen, wenn ihr die Vorig habt? Einen Teil der Miete bezahlen natürlich, ihr könntet ein cooles Velo kaufen, ihr könntet in den Urlaub fahren. Aber das sind tatsächlich die Gesundheitskosten, die wir jeden Monat haben im Durchschnitt. Und es scheint euch jetzt vielleicht noch viel, aber die meisten hier im Raum sind irgendwo zwischen 25 und 45, würde ich sagen, wenn ich so in die Runde schaue. Natürlich steigt das nachher exponentiell mit dem Alter und genau dem Trend können wir entgegenwirken. Mit Technologie, mit Digitalisierung und mit digitalen Daten können wir dann auch automatisiert verarbeiten. Das heißt, uns bleibt keine andere Wahl, als eben genau diese Apps, die du gerade vorhin erwähnt hast, zu launchen und das aber bitte nutzerzentriert in der Zukunft, damit wir eben auch die Zielgruppe von den Best-Agern erreichen und auch die Spaß dran haben, die Applikationen zu nutzen und das wirklich eine Bereicherung ist fürs Leben. Okay. Vielen Dank, Ilona. Ich gehe gleich weiter zu Toni. Toni ist UX-Director von Ergoscience Schweiz. Ist schon sehr lange in der UX-Community. Wir müssen dich nicht vorstellen, Toni. Deine These bitte. Ja. Wie siehst du die Zukunft da? Also meine Perspektive kommt etwas aus, ich bin sehr oft in Projekte involviert, in denen wir medizinische Geräte mitentwickeln, die UX von medizinischen Geräten und in den letzten Jahren sehr stark für Intensivstationen. Und da wurde mir eigentlich bewusst, wie wenig eigentlich diese Geräte zusammenarbeiten und wie viele Sensoren es in der Zukunft geben wird. Also ein Beatmungsgerät beispielsweise ist ja eigentlich auch ein Sensor, der ganz viele Sachen misst, wie CO2-Gehalt, Sauerstoffgehalt und so weiter. Es gibt Blutdruckgeräte und in der Zukunft glaube ich, dass wir sehr viele von diesen Sensoren auf uns tragen und dass es dadurch möglich sein wird, Entwicklungen, Gesundheitsentwicklungen an uns selber vorauszusagen. Also dass man schlechte Entwicklungen
erkennt und dadurch eigentlich präventiv Maßnahmen ergreifen kann. Und ich glaube auch, dass es dadurch möglich wird, zu gewichten, zu triagieren, denn ich glaube, der Gesundheitssektor wird zukünftig von einem großen Fachkräftemangel, also wird mit einem Fachkräftemangel konfrontiert sein, und da wird es immer wichtiger, auch zu priorisieren und die richtigen Patienten richtig zu behandeln. Und hier, glaube ich, werden diese Sensoren sehr einen großen Dienst leisten. Okay. Vielen Dank, Toni, für diesen ersten Einblick. Ich gehe gerne weiter zu Manuela Feilner. Manuela Feilner arbeitet bei Sonova. Sollte jedem hier ein Begriff sein, oder sonst Phonak ist auch noch ein Begriff. Sie ist da als Lead UX Researcherin tätig, und sie hat uns auch eine These mitgebracht. Bitte. Ja, genau. Also ich denke, dass die ganzen Health-Innovationen sehr große Chancen mitbringen, eben auch Krankheiten früher zu diagnostizieren oder besser zu therapieren. Ich glaube auch, dass es eine große Chance haben wird für die älteren Menschen. Also unsere Gesellschaft wird immer älter, Pflegekräftemangel haben wir jetzt schon, das nimmt dann irgendwann zu. Ich denke aber momentan auch, es gibt schon sehr viele gute Innovationen, ich glaube aber auch, dass es zum Teil noch sehr technologiegetrieben ist. Das heißt, die User-Interaktionen vor allem im digitalen Bereich ist eher für die jüngeren Menschen gedacht. Es werden oft, vor allem im digitalen Bereich, bei den Apps die neuesten User-Interaktionen gewählt. Und dabei entwickelt man an einigen Usergruppen dran vorbei, die dann abgehängt sind. Ich denke da eben speziell an die älteren Leute, die auch Mühe haben mit dem schnellen Wandel von den User-Interfacen, also wenn man jetzt an die Apps denkt. Und das eine ist nicht nur Usability, also es gibt dann eben auch Geräte, die zum Beispiel, denken wir jetzt an diesen Notfallarmband, das viele kennen, mit dem Knopf. Das ist von der Usability her sehr gut, aber auf der anderen Seite sieht das Design aus, als wäre es für ältere Leute. Das empfinden die älteren Leute oft als sehr stigmatisierend und lehnen es deshalb ab. Das heißt, die Akzeptanz, die User Desirability ist eben auch sehr wichtig für alle Usergruppen, auch wirklich für die Ältesten. Also ich rede jetzt von 80 plus, von 90, 95-Jährigen. Und wenn man dieses Beispiel nochmal nimmt, kann man auch sagen, also vieles ist vielleicht health getrieben oder eben kostenreduzierend getrieben, aber ein bisschen noch am User vorbei. Okay. Vielen Dank, Manuela, für dieses Einstiegsvotum. Ich gehe da mal, kann ich das ganz am Anfang zurück? So. Wir steigen in die Diskussion jetzt etwas tiefer ein. Und zwar habe ich die erste Frage, die ich gern euch stellen möchte. Welche Innovationen, denkt ihr, erwarten uns in den nächsten, sage ich mal, 5 bis 10 Jahren am Markt der Gesundheitsprodukte? Was gibt es da für Trends? Wie seht ihr das? Wer will starten? Ja, also ich habe es ja vorher eigentlich schon angetönt, aber ja. Ich glaube, es geht in diese Richtung. Und ich glaube, dass also wir werden dank den vielen Daten und den vielen Sensoren in der Lage sein. Also stell dir mal vor, du hast einen Blutdrucksensor, du hast verschiedenste einen Diabetes-Sensor und so weiter, und die arbeiten zusammen, die Geräte. Also aufgrund von Big Data sind sie in der Lage zu sagen, wenn dieses Bild bei diesem Patienten ist oder bei dieser Person, dann besteht ein gewisses Risiko und es gibt die Ratschläge und so weiter. Und ich glaube, das wird eine massive, also ich glaube, zukünftig die Innovationen werden vom Consumer, von den Consumer her getrieben. Und die ganzen professionellen Institutionen wie die Spitäler und so, die rennen schon jetzt hinterher. Mhm. Mhm. Ich glaube, du sprichst da auch die Biomarkers an. Dass also durch das ganze Verhalten von den Endusern mit den Apps und die ganzen Sensoren, aus denen werden Biomarkers dann kreiert,
die sollen dann eben helfen, Diagnosen sehr früh zu diagnostizieren. Und ich denke, das Risiko wird dann sein, es wird immer mehr Anbieter geben, ja, wem kann ich jetzt vertrauen? Oder? Mhm. Das wird vielleicht noch ein Problem sein. Und interessant in dieser Entwicklung finde ich eben, dass das Mikrofon auch als Sensor verwendet wird. Also Sensoren können im Smartphone sein, aber auch immer mehr Leute tragen Hearables den ganzen Tag, die tracken, wie man sich bewegt, oder Hörgeräte. Und die Stimme ist ein sehr wichtiger Faktor, um herauszufinden, wie es den Menschen geht. Da geht es in die Richtung von spezifischen Krankheitendetektion wie Parkinson, Demenz etc. Jetzt haben wir aber vorher gehört, dass es ganz viele Produkte gibt, aber dass da noch wenig Interconnectivity ist. Also wie sollten das funktionieren? Wenn wir jetzt schon haben, wir haben hunderte von Anbietern, verschiedene Devices, die die Leute, die einen eben auf ihrem iPhone drauf haben, die anderen im Hörgerät, die dritten eben ein Armband tragen. Wie sollten das irgendwie, wie kommt denn das zusammen? Was denkt ihr? Perhaps the brand centralization is needed and the unified approach that is maybe guided, I don't know, from the countries or from the canton or from the different hospital groups. If we imagine we are presenting robotics during doing surgeries, how is that regulated? Would each hospital group have the same brand or different ones or with implants? And how we can ensure that digital experiences are the same experiences regardless of what we are using? In my personal view, that has to be on a higher level. So even though there are and always will be different products, that they come together at some point and there is basically the guidance defined upfront, people should follow. And we know that in the hospitals and institutions that such guidance is something people do follow because it's something very important. It's about people's lives. Mm-hmm. Okay. Ilona, Siehst du das? Ich fand gerade vorher noch spannend, was Toni gesagt hat, dass viele Institutionen heute in der Schweiz hinterher sind. Und wir haben heute Morgen bei Evangelos gesehen, was es denn alles auf dem Technologiemarkt gibt, wie die Startups in den USA auch mit großen Fundings im Hintergrund schon explorieren. Und da frage ich mich ein bisschen, was passiert. Also wir müssen jetzt aufholen, gerade ja, Kantone müssen miteinander sprechen, mit Institutionen sprechen und da die Digitalisierung vorantreiben, weil da sind wir noch in der Steinzeit und wir sind uns alle gewohnt, Experiences zu haben wie Airbnb, Uber etc. Und das existiert heute nur sehr, sehr im kleinen Bereich, im Health-Bereich. Ja. Ich glaube, es gibt schon einen Aspekt, der ein bisschen vergessen geht. Und zwar so unter dem Radar passiert doch einiges. Also dass man das eHealth Switzerland zum Beispiel daran ist, Standards zu etablieren, die einen Austausch nicht nur von Kanton zu Kanton, sondern europaweit zumindest erlauben. Also da passiert einiges. Und ich denke, das wird ein zentraler Punkt sein, um überhaupt einen Sockel zu haben, worauf all diese Dienstleistungen basieren können. Dass es eben möglich ist, verschiedene Anbieter zu haben für elektronische Patientendossiers oder für Allergie-Tracking oder solche Sachen. Da muss es einen Standard geben. Okay, wie wird eine Allergie erfasst? Was muss man da alles beachten? Und ich denke auch in der Schweiz, also die nächsten Sachen, die in der Schweiz wirklich einen Impact haben werden, sind elektronisches Patientendossier, der E-Mediplan, also quasi die Medikation, die ich in der Apotheke vorweisen kann, und wo drauf steht, welche Medikamente habe ich, welche Interaktionen könnte es geben und so weiter. Aber die sind im Moment noch sehr designbedürftig. Also da muss noch einiges geschehen. Das Konzept ist da, der Nutzen ist erkannt. Jetzt muss noch ausgearbeitet werden, okay, wir haben jetzt dieses Layer vom Austausch. Jetzt muss noch erarbeitet werden, wie kann das wirklich gebrauchstauglich verarbeitet werden. Ich möchte da gerne ein bisschen dazwischenhaken und vielleicht ein bisschen ketzerisch. Wir hatten in der Schweiz letztens, ist noch nicht so lange her, eine Abstimmung über die Swiss-ID, die E-ID, und das wurde abgelehnt, weil man irgendwie gedacht hat, ja, wenn das irgendwelche privaten Unternehmungen machen, denen vertrauen wir nicht, das soll der Bund soll das machen, jetzt macht das dann der Bund, dann
macht das dann der Bund. Aber das ist unterwegs. Ja, es ist unterwegs. Ich möchte die Perspektive jetzt ein bisschen drehen in Richtung User. Wie sieht das denn für die verschiedenen Nutzer im Gesundheitswesen aus? Beginnen wir vielleicht eben mit uns allen, also die Bevölkerung, aber auch ich als Patient. Dann aber natürlich auch die anderen Beteiligten, die Krankenkassen beispielsweise, die ganzen Ärzte, Pflegefachpersonen, Therapeuten, Apotheker und so weiter. Was denkt ihr, wir haben im Moment spüren wir noch ein großes, eben das Thema Vertrauen, ich habe Manuela schon aufgebracht, ein großes Misstrauen auch, oder kritisch, ja, was passiert mit meinen Gesundheitsdaten, die sind ja ganz heikel, meine Gesundheitsdaten, da möchte ich natürlich die nicht einfach so irgendwem geben, wo ich nicht mehr weiß, wo die hingehen. Ich habe letztens erfahren, dass mein Schrittzähler offensichtlich das direkt nach Cupertino meldet, wie viele Schritte ich gegangen bin, das habe ich nicht gewusst. Will ich das wirklich? Also wie sieht das für die verschiedenen User aus in der Zukunft? Wer möchte starten? Ja, da ist natürlich zu Recht auch eine gewisse Skepsis da. Also 400.000 Impfdaten gingen verloren oder man konnte sie online einsehen von den Bundesräten, mit was wurden sie geimpft. Und zu Recht muss man da ein Auge drauf haben, wer in der Zukunft so zentrale Applikationen entwickelt. Ich denke, das ganze Privacy-Thema ist schon enorm groß und auch Datensicherheit im Sinn von, wenn ich jetzt eine Diagnose in meinem elektronischen Dossier habe, die nicht stimmt, zum Beispiel eine psychische Erkrankung, wer löscht diese Diagnose raus und getraut sich, eine Diagnose rauszulöschen? Und da gibt es ganz viele Fragen, die nicht beantwortet sind und die so vielleicht so ein bisschen als Edge Case tönen, aber eigentlich das nicht sind, sondern wirklich konkrete Probleme in der Datenbewirtschaftung darstellen. Also ich sehe viele Chancen, weil wenn man, also wenn die ganze Krankheitsgeschichte zugänglich wird für unterschiedliche Ärzte, glaube ich, wird da viel möglich, viele Fehler werden vermieden, die heute entstehen. Ja, und es ist unglaublich, wie viele Daten da eigentlich vorhanden wären, aber nicht den entsprechenden Personen zur Verfügung gestellt werden im kritischen Moment. Und ich finde das eigentlich eine unglaubliche, und ich denke, das wird sich selber regulieren, dieses Security-Problem. Es wird Plattformanbieter geben, ich glaube auch nicht an die öffentliche Hand. Ich denke, da wird es führende Unternehmen geben, die auch die Sicherheit sicherstellen, also die das zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass das möglichst sicher ist, weil die Kunden wollen das. Okay. Wie siehst du das, Manuela? Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt ansprechen. Also ich glaube, wir werden anders interagieren. Also die Medizin geht vom Spezialisten hin zum Endkunden und der hat die Wahl quasi, was er macht. Und zwar schon mit einer guten Schnittstelle zum Arzt, aber es wird viel auch in Richtung Telemedizin gehen. Also das hat man heute schon, oder nur schon bei den Hörgeräten. Oder ich kann mich einloggen mit einem Hearing Care Professional und der hat Zugriff auf mein Hörgerät und macht dort gerade etwas. Das Ganze mit Physiotherapie, da haben wir heute Morgen etwas gehört, ist, dass wir mit Sensoren bestückt werden, zu Hause die Übungen machen und der Physiotherapeut, der kann dann gucken, ob wir es richtig oder falsch machen. Also ich glaube, dass wir viel mehr zu Hause machen werden an Therapien und an Diagnosen und viel weniger in Spitäler und zu den Ärzten fahren. Also wir machen im Moment gerade, haben wir User Research gemacht in Indien und das ist in gewissen Ländern schon so, oder? Also zum Beispiel in Indien gibt es Intensivstationen, wo es keine Ärzte gibt. Ja? Die werden nur mit Telemedizin betreut, weil sie können sich nicht leisten, dort Ärzte zu haben. Also haben sie die Ärzte extern zugeschaltet. Welcome to the future. Ja, das ist dann extrem auf der Intensivstation. Yeah, I mean, there are two
different levels we are going to be using data. One is that we always feel people are trying to hide something from us. We are not having enough time to read. We are accepting it all or rejecting it all. And there is another type of data you have just mentioned, which can serve a broader audience of patients and doctors, so they are able to diagnose better or they are able to see trends better. I'm also completely up for that. What I feel in another aspect, the first one I mentioned would be missing, is not just giving them the content, but also the context of speaking the language I as a patient or I as a user understand, in a way like, what does it really mean and where will it be used, how I can benefit or how others can benefit of me accepting specific, sharing specific data. Da kommen wir ja gleich zum nächsten Thema, nämlich so ein bisschen, ja, was könnte dann User Experience hier beitragen? Also alle die Leute, die hier sitzen, sind im UX-Bereich oder viele tätig und welchen Beitrag seht ihr für User Experience in diesem gesamten Gesundheitsbereich? Ja, einen großen Beitrag auf jeden Fall. Und jeder, der hier im Raum ist, kann einen Beitrag leisten, indem wir die Projekte betreuen, schauen, dass wir Research durchführen können, wirklich mit den verschiedenen Zielgruppen, auch ja, nicht nur ja, das ganze Spektrum, die ganze Diversität von den Zielgruppen anzuschauen und erheben, wie wollen wir diese Applikationen in der Zukunft nutzen, welche Daten sollen für wen zugänglich sein, wie können wir die Sprache der Nutzer sprechen, UX Writing ist das sicher auch ein Thema, und damit den höchstmöglichen Wert kreieren für die Zukunft. Ich denke, dass Design oder UX Design ist ja auf zwei Ebenen Design, also einerseits das Produkt, aber andererseits auch der Prozess ist Design. Und wir haben wie die Aufgabe, diesen Prozess auch zu den Leuten zu bringen, dass die Stakeholder nicht nur die Endprodukte sehen, sondern verstehen, wie die Prozesse funktionieren, dass sie wie ein bisschen weiterkommen in ihrem Designwissen, dass sie das Verständnis dafür haben. Sie müssen nicht Designer werden, aber sie haben einen sehr großen Nutzen davon, wenn sie einen Teil des Vokabulars kennen, wenn sie wissen, was mentale Modelle sind, was einfach diese Kernelemente, die unsere Arbeit ausmachen, dass das, wenn wir das mit Stakeholdern teilen, dass das einen enormen Einfluss hat auf die Qualität unserer Arbeit. Also das ist auch ein bisschen die Aufgabe von UX ist, das zu erklären und gut zu kommunizieren. Und das sind ja auch wieder bei dem Thema Vertrauen, haben wir vorher schon angesprochen, dass die Leute dann die Systeme überhaupt benutzen, auch bereit sind, da die Daten reinzugeben. Da gibt es ja große kulturelle Unterschiede auch. Ich glaube, so Schweiz und Deutschland sind eher zurückhaltend. Wenn wir in die USA rüberschauen, dort ist gar kein Problem. Alle meine Daten gebe ich gerne, wenn ich davon irgendeinen Benefit habe. Aber ich denke, so weit sind wir sicher nicht in Europa. Wie seht ihr den Nutzen von UX? Ja, also ich denke, ja eben, der ist sehr groß. Also ich denke, die UX-Leute sollten dann Advokat der User sein und wirklich schauen, dass die Daten und die Innovationen zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Verbesserung der Therapien führen soll in erster Linie und nicht vor lauter Kostensenkung halt da irgendwelche Dinge machen, die dem User schlussendlich gar nicht zugutekommen. Und ich glaube, da gibt es wirklich noch sehr viel zu tun. Auch sehen wir in der ganzen Präventionsbereich, Präventionstechnologie, die ist ja schon gut und nett, aber Prävention hat mit Aufwand zu tun beim Enduser. Der soll sich eben mehr bewegen, der soll seine Gewohnheiten ändern und das ist genau da, was der Mensch Mühe hat. Und gerade für die das gut wären, für die ist es besonders schwierig und ich denke, da kann UX enorm viel machen, zum Beispiel mit Behavioral Change Methodiken. Alle kennen Gamification etc. Und das sehr userzentriert zu machen, das finde ich etwas wichtig. Mhm. Und dann eben nicht nur Mainstream, sondern halt wirklich auch auf die speziellen Usergruppen zugehen, die wirklich einen hohen Bedarf an Gesundheitsservice haben. Das sind die alten Menschen, die eben Mühe haben, die nicht mehr so tech-savvy sind. Und die werden im Moment irgendwie einfach noch vergessen. An denen geht das vorbei. Die haben keinen Nutzen davon. Die haben es eher schwerer.
Und diese Zielgruppe, die dort sind auch die sehr hohen Kosten, oder? Das wäre ja da auch ja. besonders profitabel, wenn man dort was machen könnte. Absolut. Und etwas im Sinne von denen, dort gibt es auch wieder so der Clash, ja, dann gibt es die Caregivers, oder? Die wollen einfach Peace of Mind haben, ja, der ältere Mensch ist bewacht, oder? Aber dort sollte man wirklich den User vertreten. Und da ist UX sehr, sehr wichtig und kann sehr viel beitragen, da bin ich überzeugt. Schauen wir noch die andere Seite an. Risiken oder Fehlentwicklungen. Was denkt ihr, wo geht es in die falsche Richtung bei den neuen E-Health-Produkten? Oder gibt es das gar nicht? Alles gut? Ja, yeah, too much digitalization is in no one's favor. I mean, in previous experiences coming to the hotel when there is no receptionist, I don't know how you guys felt, but for me that feels so impersonal. You pay a lot of money and everything is just, for the key part it's fine, but you don't feel welcome. So having too much of digitalization around certain processes where you really need professional help can be a big risk for a patient related to trust, related to maybe other choices or competitions or to hospitals. So it would be important to find the balance and harmonize the balance across everything and not just see how we can save costs bringing something more digital that can save a lot of more money and can serve many more patients but in less quality. So we should think of quality and the individual approach still. Also ich glaube, dass immer noch viele Hersteller von Medizinalprodukten eigentlich nur den Regulierungen folgen. Also sie machen Usability, weil sie es machen müssen. Also es gibt halt diese FDA-Regulierungen und da muss man gewisse Sachen machen. Also es gibt das Wissen zwar in diesen Unternehmungen, aber es ist nicht in den Genen angekommen. Ja, dass man richtig in der Tiefe versteht, dass man auch schon im Produktdesign, dass man User Research machen sollte, dass man schon im Produktdesign wirklich den UX-Gedanken tiefer ankert. Ich glaube hingegen, dass wir am Anfang von einer Art Revolution stehen. Das wird sich komplett ändern. Weil du hast es gesagt, zukünftig werden wir als User oder wir als Patienten oder Kunden viel mehr Macht haben. Ja, wir haben die Daten, wir interessieren uns ja auch viel mehr für unsere Krankheit als der Arzt, der hat viele Patienten. Wir werden immer besser informiert zum Arzt gehen und die Unternehmen müssen sich immer mehr an den Endkunden orientieren und dadurch wird dieser Wandel stattfinden. Aber ich glaube, hier braucht es noch einen starken kulturellen Wandel. Du hast vorhin die Normen angetönt, oder, die einem in Medizinprodukte ja vorschreiben, dass man Evaluationen machen muss, formativ, genau. Summativ. Und ich denke, es geht eben auch in die andere Richtung, dass sehr viele Designdienstleister sich dessen gar nicht bewusst sind, dass wenn man noch nichts mit Medizinprodukten zu tun hat, gar nicht weiß, auf was man sich einlässt. Und das kann zu einem richtigen Risiko, nicht gesamthaft für die Gesellschaft, sondern für die einzelnen Agenturen und Designer werden, dass sie sich auf etwas einlassen, wo sie dann völlig überfahren werden, weil sie dann merken, oh, das ist aufwendig, das ist nicht einfach so easy peasy. Ja, es ist nicht nur aufwendig, es ist richtig schwierig. Ja? Mhm. Alle diese Traceability, genau. diese Risikoorientierung, ja. Das ist richtig anspruchsvoll. Ja. Das ist wirklich, also ich habe vor 3 Jahren in die Medizinbranche gewechselt und ich bin also nochmals auf die Welt gekommen. Also wirklich so, okay. Okay. Wo seht ihr Risiken, Fehlentwicklungen? Ja, was ich häufig sehe bei den Projekten, die wir bei Ginetta machen, ist, dass Firmen am Anfang nicht mutig genug sind. Also es werden die alten Prozesse digitalisiert, 1:1. Und die muss man wirklich komplett neu denken in der digitalen Welt. Weil sonst endet man nachher mit irgendeiner App, die ein PDF darstellt und ich kann das PDF anschauen und ja, runterladen und ausdrucken, aber was will ich mit dem? Also das braucht niemand. Einschicken, kannst du das? Genau, einschicken. Irgendwo. Ja. Das braucht niemand. Wir müssen wirklich uns überlegen, wie gestalten wir Prozesse neu, wie werden wir effizienter und kreieren mehr Value damit.
Also das heißt auch, wir müssen auch neu bei den Usern sein. Wir müssen sie verstehen, wir müssen verstehen, was ihre Bedürfnisse sind, aber auch, was ihre Befürchtungen sind. Und ich denke, das müssen wir auch ernst nehmen. Also wenn dieses Vertrauen entstehen soll in diese neuen Tools und diese neue Art und Weise, wie wir mit Gesundheit umgehen, das braucht Zeit. Ich habe jetzt heute schon so häufig den Begriff gehört, eben Behavioral Change. Ist ein wunderschöner Begriff, aber wie geht's? Also wie kommen wir dahin, dass die Leute sich darauf einlassen? Also ich mit meinem popligen Schrittzähler, ich komme jetzt immer in Druck, ich habe noch keine 10.000 Schritte, was mache ich jetzt? Aber wo beginnt's und was können wir machen, um da Veränderungen herbeizuführen? Was meint ihr? Ja, also ich finde, du hast es eigentlich schon gesagt. Also ich glaube, dass die Feedback ist etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Also ich weiß, also es gibt ja beispielsweise diese Diabetes-Sensoren, die man sich einpflanzen, also die man sich so für 2 Wochen oder länger kann man sich die so befestigen. Dann gibt es einen Sensor und die liefern permanent Daten über den Blutzucker. Und es gibt Studien, die zeigen, dass nur die Verwendung, also dieser Sensor macht ja nichts, außer die Daten zu liefern. Und es gibt Studien, die zeigen einfach, dass alleine die Verwendung dieses Sensors, die den Blutzucker, den überbordeten Blutzucker bei Diabetespatienten massiv reduzierte. Das heißt, wenn du einfach weißt, wie es um dich steht, dann kannst du auch lernen, du weißt, welche Nahrungsmittel dir vielleicht nicht gut tun, du siehst sofort eine Auswirkung. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, aber ich glaube, dass das Feedback, das Wissen und die Möglichkeit, Kausalität herzustellen, wird uns verändern. Es wäre auch ein neues Bewusstsein zu meiner eigenen Gesundheit. Genau. Dass ich da einen anderen Zugang dazu habe. Ja. Okay. Ich möchte gerne die Diskussion ein bisschen öffnen. Also wer Lust hat, etwas einzubringen, etwas zu fragen oder zu diskutieren. Ich glaube, wir haben da irgend so eine App. Manuel, wie geht das? Ich kann die Fragen einfügen. Nimm doch der gleiche QR-Code wie zu Beginn und über den ganzen Vormittag. Ah, da kommt schon was. Genau, nutze das bitte weiter. Vielleicht können wir es noch mal einblenden. Okay. Bist du ready für die Frage? Ja, ich sehe es. Wie sehr steht das wirtschaftliche Interesse der Hersteller und anderer offenen Hände einer Gesamtlösung für User und Patienten im Weg? Also Business und User Experience in Konflikt. Wie seht ihr das? Yeah, I have lived that several times, so perhaps I could start. So we've been always asked to create something beautiful or that business really, really wants intuitive solutions. So it's up on us to educate them that everyone wants intuitive solutions when they want to bring it on the market, and that we should search for usable instead, what's our topic today as well. And I like to compare it with cooking, so let's try to come back to the main level and educate everyone. If you want to cook a dinner you never cooked before, what you're going to do for it? You're going to research how the recipe looks like, you're not going to get all the ingredients, you're going to maybe try it yourself before you offer to another 10 people. So really try to identify and familiarize business with the process of user experience up front, and identify who are you talking with. There are maybe people that think they know about UX, but they don't know really about UX. So I'm seeing it in that aspect coming together. So again, the education piece we mentioned before. I hope I understood it right, the question. Good. Ich denke, dass ein wichtiger Punkt ist, dass die Anbieter von Produkten merken, die Daten sind nicht das Produkt oder sollten nicht das Produkt sein, sondern der Benefit sollte das Produkt sein. Die Experience sollte das Produkt sein und dass die Daten der Patienten den Patienten gehören und nur so auch ein Ökosystem entstehen kann, von dem alle profitieren. Aber jetzt ist ein Teil der Frage nicht so ganz beantwortet. Wie sieht das jetzt mit der Marktmacht aus? Ist noch die Frage so zu dem Lobbying und den Monopolisten, die hier eigentlich bestimmen können, wie der Markt aussieht? Seht ihr da ein Problem oder ist das eher gut? Oder? Also ich denke, das ist ein Riesenthema. Jeder Anbieter im Moment stellt sich aktuell die Frage, bin ich der Plattformanbieter, also schaffe ich es, der Plattformanbieter zu werden, oder werde ich auf eine Plattform aufspringen und dort einfach zudienen?
Und von daher ist es tatsächlich so, dass ein Monopol entsteht, dieser Plattformanbieter. Und die sind innovationsschädigend. Das ist so. Deshalb muss man unglaublich aufpassen, dass weiterhin ein gewisser Wettbewerb stattfindet. Das sehe ich schon als großes Risiko, ja, auf jeden Fall. Also the winner takes it all. Also genau. In der digitalen Welt ist das ja so. Das richtig. Diese Monopolisierung irgendwann. Also es ist ja heute schon im Consumer-Bereich, ja, gibt es klar. Apple Health und that's it. Jeder muss sich dort anbinden, sonst hat er keine Chance. Wobei, was ich gerade in der Schweiz beobachte, ist, dass sehr, sehr viele große Firmen mit der Ökosystem-Idee zu uns kommen und wirklich sagen, hey, wir wollen schauen, wir wollen die Plattform werden, wir wollen die anderen integrieren. Am Schluss kann es gar nicht so viele geben, da gebe ich dir absolut recht. Mhm. Und darum muss man da gut abwägen, möchte ich eher eine API zur Verfügung stellen, um integriert zu werden in andere Ökosysteme. Und ja, am Ende werden wahrscheinlich 2-3 große Player überleben. Ja. Wir haben da noch eine spannende Frage. Ist zu viel Messen nicht irgendwann selbst auch schädlich? Was meint ihr dazu, wenn ich dauernd überall, es piepst ja jetzt schon dauernd um mich rum und jetzt habe ich noch mehr Daten, die dauernd da über mich irgendwo gemessen werden? Also ich denke, das ist eine gute Frage, ja, weil das spricht so ein bisschen die Selbstoptimierung an. Mhm. Und es gibt ja schon auch gesunde Menschen und die spricht das ja besonders an, oder? Also es ist so ein Paradox und ich glaube schon, dass man zum Sklaven davon werden kann. Und Selbstoptimierung, Gesundheit kann wichtig und gut sein, aber es ist manchmal auch konträr zu Spaß und Lebensfreude. Mhm. Und wenn der Mensch sich da zu sehr sich von Daten leiten lässt, vielleicht verliert man auch das Gefühl zu sich selber. Also der Körper sagt uns eigentlich, was uns gut tut und was nicht. Und ja, das finde ich schon eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es schon Limitierungen. Und bei User Research haben wir gesehen, dass es von Mensch zu Mensch ganz, ganz unterschiedlich ist. Ja, das ist eine coole Frage. Also ich glaube aber eher auch hier an das Positive, weil also wir sagten auch immer, ja, wenn das Internet, dann werden alle dumm und die schauen nur noch blöde Sachen beim Fernsehen. Nicht so. Ja. Und ich glaube, es ist einfach, wir müssen lernen, damit umzugehen. Ja? Also das steht uns zur Verfügung zukünftig, da bin ich mir sicher. Diese Daten stehen uns zur Verfügung und ob und wie wir sie nutzen, das ist eine Kompetenz, die entstehen wird. Mhm. Man kann auch bewusst nicht drauf schauen, zum Beispiel. Es gibt ja ein altes Prinzip aus Usability, habe ich mal gesagt, User Control heißt das. Und das ist nicht gemeint, dass der User kontrolliert wird, sondern dass der User die Kontrolle und die Steuerung haben muss über die Dinge, die passieren. Und das ist ja beim Messen auch so. Also ich möchte nur, dass das gemessen wird, was ich gerne möchte. Und dann möchte ich gerne auch noch sagen können, wer das alles sehen darf oder nicht. Und je nachdem ist das möglich oder nicht. Ich möchte noch eine andere Frage reinnehmen. Jetzt ist sie verschwunden. Nee, inwiefern ist die Schweiz repräsentativ oder nicht repräsentativ für den globalen Health-Bereich? Wie seht ihr das? Und was gibt es für Trends und Hürden vielleicht in anderen Ländern? Really relieved living here. So like with all the insurance, however expensive it is, I mean, in my country, it was probably, we talk about 8 or 9 Swiss francs of general insurance compared to what we have here. But the whole system of the applications, invoices, how it all works smoothly, it's I'm thrilled to use these applications and systems that Switzerland is often offering today. I think the resources are put in the right aspect, in the right application where the needs are. When we have something we can deduct over our healthcare or insurance or not, where we can ask questions at the right time, we get answers from real people, all is digitalized. So I just have to come home to Croatia. I'm in one institution and I already want to return back. So here it's just, I think I can really appreciate everything that this country offers in terms of Trends and following the healthcare. Ich denke auch, dass
Also wir haben ja diese Grafik gesehen, wo die Schweiz an viertunterster Stelle war. So ja, aber die, also es ist mir eigentlich egal, wie gut digitalisiert es ist, wenn ich am Schluss gesund aus dem Spital komme. Also das ist mir eigentlich total egal. Ich überlebe lieber, als dass alles digitalisiert ist, ehrlich gesagt. Vielleicht kann ich die Frage noch an Manuela weitergeben. Ihr habt ja viel internationales Research betrieben. Wie sind hier die Unterschiede in diesen verschiedenen Kulturen und Ländern? Ja, also in den USA haben die Leute viel weniger Probleme, die Daten zu teilen. Die teilen das gerne, die sehen da kein Problem. In Europa ist es natürlich ganz anders. Also da sehen das die Menschen sehr kritisch und das ist dann sehr schwierig, eben Daten zu tracken. Man muss genau sagen, für was man das verwendet. Und da gibt es sicherlich sehr große Unterschiede. Und ich glaube, in Europa ist die Angst viel größer, dass man die Daten auch mit der Krankenkasse teilt und dann so ein bisschen Big Brother's watching you, oder? Mhm. Dass man dann irgendwann, also man kriegt vielleicht irgendeinen Benefit, wenn man die Daten teilt, aber irgendwann ist es dann so, dass die Daten nicht teilen, die werden dann bestraft, oder? Mhm. Und da ist Europa und USA wirklich total unterschiedlich. Ja. Okay. Also für Inspiration ist es natürlich mega cool, im Ausland zu schauen. In Neuseeland gibt es schon Versicherungen, Krankenversicherungen, die Behavior-Based Pricing machen. Okay. Genau. Also wenn ich mich nicht so gesund ernähre, verhalte, dann zahle ich mehr für meine Versicherung. Und auch was Evangelos heute Morgen gezeigt hat, ganz, ganz viel Innovation passiert im Ausland und wir können profitieren und uns inspirieren lassen in der Schweiz. Ja. Okay. Super. Ich möchte gerne zur Schlussrunde kommen. Wir haben jetzt viel gesprochen über Trends, Weiterentwicklungen, auch so die ganze Benutzerperspektive, die Technologien, die kommen, auch die Businessmodelle. Schlussrunde, was denkt ihr, was möchtet ihr der UX-Community mitgeben zum Thema E-Health? Wir starten jetzt mal hier drüben. Also ich würde mich freuen, wenn der Standort Schweiz diese ganzen Chancen aufnehmen würde. Und es gibt ja schon sehr viele Innovationen und daraus was macht. Ich glaube aber, dass UX da noch sehr viel zu tun hat, dass wir da noch etwas hintendrein sind und dass sich die UX-Community Schweiz hier stark macht und wirklich auch UX vertritt in den Firmen, in den ganzen Produktionsentwicklungen. Ich finde, du hast einen sehr guten Punkt gebracht. Also ich glaube, es braucht Ausbildung in diesem Bereich, auch in der Schweiz. Weiterbildung, Peter. ich glaube, das ist tatsächlich eine eigene Branche und ich kann nur empfehlen, darin tätig zu sein. Es ist extrem sinnstiftend. Es ist ein wahnsinnig spannendes Gebiet, bei dem wir noch viel bewirken können. Und wir sind in der Schweiz mega gut positioniert. Nicht nur in der Pharmabranche, sondern eben auch bei den Herstellern von Geräten. Wir sind wirklich in vielen unglaublich spannenden, innovativen Projekten dabei. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir total innovativ sind in diesem Bereich. Ilona, dein Appell an die Community? Ja, ich freue mich sehr, die Entwicklung zu sehen über die letzten 5 Jahre. Bei ganz vielen Unternehmen, für die wir arbeiten, wurden UX-Teams aufgebaut, UX-Researcher eingestellt, Designer eingestellt, Writer eingestellt. Und das ist absolut der richtige Weg. Und ich denke, der Bedarf ist immer noch höher wie aktuell die Anzahl Personen in der Schweiz. Also auch da Ausbildung ist sehr ein wichtiges Thema. Und ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay. Yeah, perfect. Ellie? I echo what you said. So you're at the right place here. I think there are a lot of opportunities within healthcare sector, within pharma. Keep on sharing experiences and ideas together. Don't be afraid that someone is stealing something from another one that was in the past. Being a designer, you don't want anyone to see what you designed. Just involve other people in the process before you are done. End users and other people, get opinions, get your experience, and join teams early to advance and to be the part of the change.
Dankeschön. Ich möchte mich eigentlich anschließen. Spitzt die Ohren. Es gibt sehr viel, das läuft. Es gibt sehr viel Arbeit. Die Arbeit ist wirklich sinnstiftend. Im Medizinbereich hat es sehr viel UX-Potenzial. Schaut nach Konvergenzmustern, also so dort, wo Sachen zusammenkommen. Wir hatten zum Beispiel heute Morgen das Paraplegie-Thema, wo wirklich so all diese Disziplinen zusammenkommen, und dorthin wird es gehen. Also so Industriedesign, Service Design, Interaction Design, künstliche Intelligenz, die zusammenkommen und etwas sehr Nützliches erschaffen werden. Und ich denke, dorthin wird es gehen, und schaut nach diesen Sachen und findet sie und geht dorthin. Vielen Dank, Mimi. Ich möchte mich hier anschließen. Ich denke, ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele tolle, hervorragende Unternehmen wir in der Schweiz haben, auch zum Teil ganz kleine, die sehr innovativ sind im Health-Tech-Bereich, aber auch große natürlich. Was ich aber auch noch dazu sage, sind zwei Dinge. Das eine ist, ich möchte euch auch ermutigen, eben mutig zu sein, Dinge auszuprobieren, da reinzugehen und sich nicht abschrecken zu lassen von all diesen, wie viel sind es, 169 Dokumente oder so, die man liefern muss, um bei der FDA durchzukommen. Es braucht auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Also ich habe lange für Leute gearbeitet, die da UX etabliert hatten, und in einem großen Unternehmen, es braucht einen langen Atem, es ist eher der Jungfrau-Marathon, nicht ein 100-Meter-Sprint. Also reingehen und dann einfach dranbleiben. Da kommt es schon gut. Okay, damit möchte ich unsere Diskussion abschließen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Panelisten und auch bei euch für die spannenden Fragen. Vielen Dank.